Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die 3FA-Kriterien der Richtlinie 2.4 Navigierbar der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Dieses Video ist eine Ergänzung zum separaten Video, das die Kriterien der Kategorien einfach A und Doppel A der Richtlinie 2.4 erklärt. Das Video ist Teil der Reihe im REMAX-Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. Die Richtlinie 2.4 gehört zum Prinzip 2. Das hat den Titel Bedienbar und lautet: Benutzungsschnittstellen, Komponenten und Navigation müssen bedienbar sein. Und die Richtlinie 2.4 widmet sich jetzt dem Thema Navigation und hat den Titel Navigierbar. Sie lautet: Stellen Sie Mittel zur Verfügung, um Benutzer dabei zu unterstützen, zu navigieren, Inhalt zu finden und festzustellen, wo sie sich befinden. Das erste Erfolgskriterium unter 2.4 mit 3FA-Stufe ist 2.4.8. Und hat den Titel Position. Es lautet: Informationen über die Position des Benutzers innerhalb einer zusammengehörenden Sammlung von Webseiten sind verfügbar. Es geht also darum, dass der Benutzer sich orientieren kann innerhalb einer Website. Also eine zusammengehörende Sammlung von Webseiten ist eine Website. Und wenn die Benutzer wissen, wo sie sich gerade innerhalb der Website befinden, dann können sie sich besser zurechtfinden. Das ist besonders wichtig für Menschen, die sich schlecht etwas merken können oder die schnell verwirrt sind. Und die Lösung kann dann so aussehen wie im Folgenden. Hier ein Beispiel von Spiegel Online vor einigen Jahren. Und zwar in der Kategorie Wirtschaft. Das sieht man auch am Titel. Und jetzt ist noch zusätzlich auch markiert, einerseits durch die Schattierung hier bei den Menüs, dass ich mich hier unter Nachrichten befinde und dann unter Wirtschaft. Hier ist es unterstrichen, das ist etwas seltsam, aber es ist immerhin eine Markierung. Und als zweites diese Breadcrumbs, also die Brotkrumen, die jetzt aufzeigen, wie man von oben, also von der Startseite aus, Nachrichten, Wirtschaft, Staat und Soziales, bis zur Seite Europäische Zentralbank kommen kann, die jetzt hier aufgeschlagen ist. Man kann bei den Breadcrumbs auch zurück navigieren auf die übergeordneten Seiten. Das ist ein Vorteil davon. Laut dieses Kriteriums genügt jetzt eine Lösung davon, also entweder Markieren des Menüs, wo man sich gerade befindet, oder Breadcrumbs. Hier ist beides vorhanden und das ist natürlich besonders schön. Das Erfolgskriterium 2.4.9 hat den Titel Linkzweck, nur Link, und lautet: Es ist ein Mechanismus verfügbar, der erlaubt, den Zweck jedes Links alleine durch den Linktext zu bestimmen. Und dann kommt noch eine Ausnahme. Also, dieses Erfolgskriterium baut auf 2.4.4 auf und das heißt Linkzweck im Kontext. Und dort war noch erlaubt, dass zur Zweckbestimmung des Links der Kontext, also der umgebende Absatz, mit einbezogen wird. Und jetzt ist das nicht mehr erlaubt, auf den umgebenden Absatz zu achten, sondern der Linktext selbst muss so eindeutig sein, dass man genau weiß, wohin er führt. Ausnahme ist, wenn der Linktext für den Benutzer im Allgemeinen mehrdeutig ist. Und das kann zum Beispiel sein, wenn man eine Tabelle hat mit verschiedenen Dokumenten, die man herunterladen kann. Und dann für jedes Dokument gibt es dann noch mehrere Spalten in HTML-Format, in PDF-Format, in Word-Format und so weiter. Dann wäre es unter Umständen sehr umständlich, immer den Titel des Dokuments zu schreiben und des Formats als Linktext, sondern dann kann man eigentlich sagen, okay, das Dokument wird einmal mit dem Titel genannt und dann in den Spalten nur noch die Namen der Formate.
Die Lösung für dieses Erfolgskriterium besteht darin, dass man einen Linktext wählt, der aussagekräftig ist, möglichst den Titel der Seite wiedergibt, zu der der Link führt, oder man kann auch mit dem Attribut ARIA Label einen ausführlichen Linktext angeben. Das Title-Attribut ist nicht ausreichend dafür. Das Erfolgskriterium 2.4.10 hat die Überschrift Abschnittsüberschriften und lautet: Abschnittsüberschriften werden genutzt, um den Inhalt zu gliedern. Also jetzt geht es darum, dass man eine Webseite in Abschnitte einteilt. Das macht man gewöhnlich mit dem Section Tag in HTML und dass dann jeder Abschnitt auch noch eine geeignete Überschrift erhält, sodass man gut darüber navigieren kann. Wenn also dieses Erfolgskriterium eingehalten werden soll, dann muss jeder Inhalt auf einer Webseite einem Abschnitt und einer dazugehörigen Überschrift zugeordnet sein. Das geht eventuell nicht immer, zum Beispiel bei Briefen oder so. Deswegen kann es möglich sein, dass es nicht immer gegeben ist, Dreifach A zu erreichen. Das waren die Dreifach-A-Kriterien der Richtlinie 2.4, navigierbar, aus der Reihe REMEX Channel WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe finden Sie unter https://gpii.eu/wcag21 erklärt mit AE. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.